Ich grüße euch. Dieses Mal geht es um den Electromagnetic Propulsion System Antrieb wieder. Der Herr Mr. Pomeloid und das Team von Kalifornien, die sich mit der Technologie auskennen, haben eine Technologie erschaffen, die umweltfreundlich ist, die die Umwelt nicht verschmutzt. Obwohl ich schon erbeten habe, dass das CO2 keine Auswirkungen mehr auf die Bäume hat und auf die Umwelt. Aber nichtsdestotrotz gibt es die Technologie, Non-Polluting Technology, Electromagnetic Propulsion Engine. Und dieser Antriebsmotor ist ganz leise und basiert auf Magnetismus. Und ist ganz günstig zu erhalten. In Nordamerika fahren schon mehr als 80-90% mit diesem Antriebsmotor. Und in Europa fahren schon auch schon viele damit. Ich werde das selten mitbekommen, weil, also in Europa zumindest meine ich, weil es noch nicht so verbreitet ist. Aber es gibt schon Verträge, abgeschlossen mit europäischen Firmen, dass dieser Antriebsmotor hier in Europa verbreitet wird. Und so wünsche ich euch, oder ich bitte und hoffe, dass ihr, wenn ihr Autofahrer seid, auf so einen Motor umsteigt, auf einen Electromagnetic Propulsion Engine, Non-Polluting Engine. Ich danke euch und es war mir eine Ehre und ja, bis zum nächsten Mal. Also danke, wann immer ihr euch dieses Video anschaut. Also guten Morgen, guten Tag, gute Nacht. Also tschüss, war euer Manuel Schell aus City.